forever. Nobody else. Wait. An die smarteste Community auf YouTube ein herzliches Willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wie ihr es hört, gesundheitlich geht es mir noch nicht wirklich besser, aber trotzdem, die Weekend-Belohnungen können abgeholt werden und ich möchte euch natürlich mitnehmen. Wir haben es wieder mal geschafft, in Gold 3 zu kommen, beziehungsweise ich habe so lange gespielt, bis ich Gold 3 erreicht habe. Danach habe ich gesagt, mehr brauche ich nicht. Ich finde allgemein die Belohnungen von Gold 3 zu Gold 2 viel, viel besser. Keine Ahnung warum. Wir bekommen auf jeden Fall 2 35k-Packs, ein 50k-Pack, dazu 30.000 Münzen, ne? Sieht auf jeden Fall nicht ganz so schlecht aus. Und hier haben wir es, Food Champions Weekend League ist abgeschlossen, ne? In der Gold 3 und hier bekommen wir 2 Megasets, ein seltenes Spielerset, 30.000 Münzen. Wir wollen die 3 Sets öffnen und ich hoffe natürlich auch, dass wir da vielleicht was Gutes drin haben werden. Im Team der Woche sind zurzeit Dybala und das sieht auf jeden Fall nicht ganz so schlecht aus, muss ich ehrlich gesagt sagen, ne? Des Weiteren hoffe ich natürlich auch, dass wir vielleicht auch irgendwas Besseres ziehen. Wir haben hier noch ein 2 seltenes Goldspieler-Set. Da habe ich irgendwann mal was eingetauscht. Das werden wir jetzt gleich mitziehen. Wir starten direkt mal mit diesem Pack. Und hier haben wir leider kein über 84. Aber wir bekommen immerhin leider doch keinen 5-Sterne-Skiller. Ich habe schon gedacht, wir kriegen Buffal etc. pp. Aber der spielt ja, glaube ich, bei Southampton mittlerweile. Gasella González ist hier unser Mann. Des Weiteren haben wir noch im Pack Shane Long. Sieht nicht schlecht aus, packt man natürlich zum Verein. Das erste von 2 35k-Packs öffnet sich und leider haben wir hier wieder keinen drin. Über 84, sondern Victor Valdez. 82er Gesamtstärke. Huiuiui, irgendwas ja, liegt da in der Luft. Weiter haben wir noch Sissoko drin. Belhanda, Zurudusa, Pinola, Salin, Wiedewald, Torres und Görlitz. Also ich muss sagen, das 35k-Pack sieht auf jeden Fall nicht ganz so knackig aus. Weiterhin haben wir noch ein Real Madrid-Trikot und einen Goldspieler-Set, einen 5k-Set, was wir hier gratis bekommen. Nehmen wir natürlich dankend an, werden wir auf jeden Fall einlösen. Haben wir ein seltenes Objekt drin. Vielleicht haben wir da ja einen seltenen Spieler. Das werden wir gleich mal nachkontrollieren. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Doch, bekommen wir sogar einen seltenen Spieler. Und das ist sogar Dembele. Vom BVB, nicht schlecht, nicht schlecht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir im 5K-Pack so ein Glück haben. Wir haben sogar nur Spieler drin. Uiuiui, das ist nicht schlecht. Leider können wir nicht nachgucken, was er wert ist, weil meine Transferliste voll ist. Aber das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Nehmen wir natürlich dankend alles mit. Des Weiteren noch mehr Rino drin. Und erstmal werde ich die Transferliste zumindest für 2-3 Plätze freiräumen. Denn wenn wir hier doch irgendwas doppelt haben, zum Beispiel die Spieler, die wir schon haben, dann sieht es auf jeden Fall bitter aus. Zweites Megaset, zweites 35k-Pack und es ist wieder leider kein großer Spieler oder keine große Sternschnuppe. Zabaleta hier drin, 82er Gesamtrating, ist auf jeden Fall auch einiges an Coins wert. Hoi, hoi, hoi. So viele Spieler? Nicht schlecht. Dazu Trinkwater, der ist vielleicht sogar auch noch ein paar Münzen wert, leider doch nicht ganz so sehr. Aber Zabaleta könnte für 3.000-4.000 hoffentlich gehen. Mal gucken. Ne? Ja, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Können wir auf jeden Fall mitnehmen. Gilabogi haben wir noch drin. In Daye, Dine Castillo, Donza, Ferreira und Lightgap. Weiterhin noch ein paar Verträge, die eigentlich sonst auch immer drin sind. Fitnessobjekte. Und ja, gut. Aber sonst sieht das auf jeden Fall nicht schlecht aus von der seltenen Spieleranzahl her. Aber jetzt haben wir noch ein ganz, ganz wichtiges Pack. Und zwar das 50k-Set. Und ich bin echt gespannt, was da drin sein wird. What the fuck, wir haben nicht mal... Oh mein Gott, 83er Jimenez ist hier bester Mann, ey. Im 50k-Pack hätte ich mir auf jeden Fall viel, viel mehr erhofft. Weil da haben wir noch Herrera drin, Nasri, Savic, Bela, Honda, Roberto, Simon, Palacio und nochmal Drinkwater. Oh Mann, Jungs, das ist auf jeden Fall nicht das, was ich mir am liebsten gewünscht hätte. Wir werden auf jeden Fall Drinkwater mal auf die Transferliste tun. Palacio können wir abstoßen, ne? Aber sonst, Jungs, muss ich sagen, bin ich extrem unzufrieden. Warum haben wir keine so guten Spieler gezogen? Weil wir hatten die Riesenmöglichkeit mit einem 50k-Pack, mit einem 35k-Pack. Unser bester Spieler war einfach Dembele aus dem 5k-Set. Okay, müssen wir abwägen, aber trotzdem, man muss sagen, durch die Weekend League macht man auf jeden Fall ein Stück weit Gewinn schon alleine für die 30.000 Münzen, die man dafür bekommt. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, wenn ihr vielleicht sehen wollt,
was ich in der nächsten Woche habe oder wie ich mich in der nächsten Woche qualifiziere, indem ich einfach mal ein Turnier hochlade, was ich dann eben natürlich mit den 4 Spielen cutte, dann schreibt es mir definitiv mal unten in die Kommentare. Wieder mal ein kurzes Video, liegt einfach daran, dass es mir wirklich noch nicht ganz so gut geht, aber ich will euch natürlich auch nicht irgendwie ohne Video den Tag überstehen lassen. Das können wir natürlich nicht machen. Ne? Ich hoffe natürlich trotzdem, euch hat das Video gefallen, ihr fandet es extrem interessant, was man vielleicht drin haben könnte. Es hätte natürlich mehr sein können, es hätte auch weniger sein können. Zufrieden bin ich trotzdem nicht, aber nächste Woche haben wir eine neue Chance. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Ihr wisst, was zu tun ist. Immer smart und sexy bleiben. Hashtag Superchef in die Kommentare. Ich bin raus, euer Chris und ciao.